Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um eine neue Konsultation der Bundesnetzagentur rund um den Paragraph 14a im Energiewirtschaftsgesetz. Das sind die netzdienlich steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, von denen wir schon lange in der Branche sprechen. Und langsam im Sinne des Smart Meter Rollouts nimmt das Ganze dann auch mal eine Form an. Hier gibt es also vom 24. November eine Eröffnung eines Festlegungsverfahrens zur Integration von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und steuerbaren Netzanschlüssen nach § 14a Energiewirtschaftsgesetz. So, der Text, der da steht, ist nochmal die Einordnung. Naja, wir wollen halt die steuerbaren Einrichtungen. Das kann eine Wärmepumpe sein, eine Aufladestation für Elektromobilität oder ein Speicher, die wir hier eben dann nachher bei einer Überlastung zum Beispiel des Stromnetzes ein bisschen abdrosseln könnten. Das ist so im Großen und Ganzen ein Ansatz, der dahinter steckt. Und ihr seht dann hier unten ein Eckpunktepapier. Hier ist es also so, dass die Beschlusskammern 6, das ist unsere normale, ich sag mal, Netzregulierung für Strom, und 8, und das ist praktisch der Bereich für die Netzentgelte Strom, hier also gemeinsam darüber sprechen, wie man das Ganze ausgestalten will in der Zukunft. Und deswegen hier gerade eine Stellungnahmenmöglichkeit, als eine Konsultation stattfindet. Und zwar tatsächlich können die Konsultationsbeiträge von euch bis Freitag, 27. Januar 2023 hier eingehen. Das heißt, da gibt es wie immer ein Excel-Formular, kann man dann reinschreiben, was man davon hält, was hier vorgeschlagen wird in diesem Eckpunktepapier. Und wir sehen dann eben auch, dass das, hier im Jahre 2024, hier 1.1.24 zur Anwendung kommen soll. Wir haben also noch ein kleines bisschen Zeit, ehe das Ganze dann auch richtig losgeht. Wer sich noch nicht allzu viel darunter vorstellen kann und vielleicht noch mal ein bisschen Input möchte, am 15.12. gibt es eine virtuelle Infoveranstaltung. Da muss man sich vorher per E-Mail anmelden, dann kriegt man da den Einladungslink. So, wer aber jetzt schon mal reinschauen will, geht hier also in das Eckpunktepapier und kann dort mal nachschlagen. So, es geht um die Integration von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und steuerbaren Netzanschlüssen nach § 14a Energiewirtschaftsgesetz. Kurzer Blick da rein, ist relativ knapp, ne? Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil meine Kamera da im Weg ist. Moment, das war jetzt genau nicht richtig, sondern das hier mal kurz dorthin. So, Betreiber von Verteilernetzen im Strombereich haben im Bereich Niederspannung, also ganz normaler Haushaltsanschluss zum Beispiel, ein reduziertes Netzentgelt zu berechnen, wenn ihnen im Gegenzug eine netzdienliche Steuerung hier möglich gemacht wird. Das ist im Großen und Ganzen auch der Kern, über das wir hier reden wollen, wenn wir eine Lösung im Sinne dieses Eckpunktepapiers besprechen. So, ich gehe wieder auf die richtige Seite und dann können wir das hier lesen. Oder mal zumindest überfliegen, weil es sind auch nur 9 Seiten. So inhaltlich sind es dann sogar nur nach dieser allgemeinen Einführung hier 4 bis 5 Seiten. Erstmal interessant die Definition von dynamischen Steuern und statischen Steuern. Es geht ja darum, dass wir ja sowieso eine Digitalisierung der Energiewende und der Energiewirtschaft vornehmen wollen, also vor allem den Smart Meter Rollout umsetzen wollen und in dem Sinne dann auch tatsächlich eine automatisierte Abstimmung unter den diversen Erzeugern, Speichern und Verbrauchern im Netz ja stattfinden soll. Da sind wir auch noch lange nicht. Das wird auch erst Ende des Jahrzehnts so richtig umgesetzt sein. Und dementsprechend müssen wir mal unterscheiden zwischen dem echten dynamischen Steuern. Ne? Die wird dann definiert. Das ist das Auslösen einer Steuerung auf Grundlage einer messtechnisch konkret festgestellten Auslastungssituation in Bezug auf ein bestimmtes Betriebsmittel. Heißt, hier wird tatsächlich jetzt gemessen über eine Sensorik, über einen Zähler, der in Echtzeit kommuniziert, dass an einer bestimmten Stelle des Netzes durch vielleicht auch ein konkretes Gerät, durch einen bestimmten Verbraucher, durch also vielleicht eine Kühlungsanlage, Wärmepumpe, Elektromobil-Ladestation oder ein Akku, eine Auslastung eben in diesem Netz zustande kommt, die wir gerade nicht gebrauchen können. So, die messtechnische Feststellung hat in Echtzeit zu erfolgen und maximal 3 Minuten danach muss berechnet worden sein, dass wir was machen wollen und muss auch ausgelöst worden sein, dass wir hier steuern wollen. Also wirklich sehr, sehr zeitnahe Realisierung. Das ist deutlich schneller, als wir an vielen Stellen der Energiewirtschaft mit Daten umgehen.
Der Steuerbefehl ist erforderlich zur Beseitigung einer konkreten Gefährdung oder Störung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Netzes. Und der Steuerbefehl wird aufrechterhalten, solange und auch nur in dem Maße, wie es zur Abwendung der vorher erkannten konkreten Gefahr notwendig ist. Das ist das dynamische Steuern und das ist im Großen und Ganzen das, was wir auch wollen. Das ist das Zielmodell, könnte man vielleicht auch sagen. Das statische Steuern, und jetzt wird es hier interessant, ist die Annahme einer drohenden Überlastungssituation, die rechnerisch auf Basis angemeldeter Anschlussleistungen für steuerbare Verbrauchseinrichtungen, Steufe, sowie angenommener, nicht anmeldeter Dunkelziffern erfolgen. Das heißt, hier nehmen wir an, dass wir echte Daten haben und wir nehmen an, dass wir nicht echte Daten haben und denken uns, ja, da könnte vielleicht ein Problem sein. Und auf dieser Basis, ne, auf Basis der rechnerisch ermittelten Probleme im Netz, kann dann also eine Steuerung auch im Vorhinein, also präventiv festgelegt werden. Wir gehen also davon aus, dass irgendwann was schief geht und deswegen drosseln wir eine Anlage. Also man kann sich auch durchaus vorstellen, dass das jetzt nicht ganz weit hergeholt ist, aber es wäre natürlich schon schön, wenn wir auf Grundlage von echten Messungen und echter Sensorik reagieren würden. Aber als Übergangssystem ist so ein statisches Steuern wahrscheinlich auch notwendig, na klar. Wichtig aber dabei auch eine hinzukommende messtechnische Möglichkeiten, also der Einbau eines intelligenten Messsystems, eines echten Smart Meters oder anderer toller Sensorik, die wir da vielleicht noch in Zukunft haben. Sobald die also da sind, müssen sie unbedingt bei der Planung der Steuerungsvorgänge sofort berücksichtigt werden und das macht natürlich auch absolut Sinn. Das heißt, im Großen und Ganzen wird es am Ende des Tages immer auf dieses dynamische Steuern hinauslaufen, sobald die Messmöglichkeiten da sind. Anwendungsbereich ist dann auch nicht uninteressant. So, die Steufe, die steuerbaren Verbrauchseinrichtungen sind nicht öffentliche Ladepunkte für Elektromobile. Also, wenn ich ein Einfamilienhaus habe und ich habe eine Wallbox zum Aufladen meines Elektromobils, dann ist das auf jeden Fall hier mit drin. Wärmepumpenheizung, Kälteanlagen, Stromspeicher, also Akkus, mit einem maximalen Leistungsbezug von mehr als 3,7 Kilowatt, einem unmittelbaren oder mittelbaren Anschluss am Niederspannungsnetz und einer Inbetriebnahme ab Januar 2024. Also alle Neugeräte dieser Art ab Januar 2024 kommen auf jeden Fall in dieses System hinein. Vorher ist es ja auch so schon möglich, eine individuelle Vereinbarung hier mit dem Netzbetreiber zu schließen über die Steuerungsmöglichkeiten. Hier wird es dann darauf hinauslaufen, dass ab Januar 2024 alle Anlagen automatisch betroffen sind. Na, bisher ist es individuell möglich, dass ich das mache mit meinem Netzbetreiber. Hier wird es dann darauf hinauslaufen, dass jede Anlage betroffen ist. Dann kommen wir zu den Rechten und Pflichten des Netzbetreibers und den Rechten und Pflichten des Anschlussnehmers, also des Anlagenbetreibers. Aber erstmal hier, es geht darum, dass alle Verteilnetzbetreiber in allen Niederspannungsnetzen, also allen Vorortnetzen, mit allen Niederspannungsleitungssträngen hier ohne Ausnahme mitmachen. Das heißt, es sind wirklich alle Niederspannungsleitungen betroffen. Steuerungsberechtigung, ne? Die Steuerung ist die Reduzierung des Wirkleistungsbezuges, also dessen, was die Anlage vom Netz ziehen darf, von also dieser steuerbaren Verbrauchseinrichtung oder von einem steuerbaren Netzanschluss. Ne? Also Steufe und Steuernah sind jetzt die einzelne Verbrauchseinrichtung oder der gesamte Netzanschluss. Und hier wird also am Netz praktisch gesagt, ihr dürft nur noch X Strom beziehen durch den Netzbetreiber, der das dann messtechnisch umsetzen kann oder steuerungstechnisch über die Messtechnik zum Beispiel umsetzen kann. Im Großen und Ganzen, zulässige Steuerungsart, ausschließlich dynamisches Steuern. Ne? Also das Zielmodell ist, dass wir dorthin kommen, nur über die echten Daten hier zu arbeiten. Ausschließlich zur Beseitigung von Strom- und spannungsbedingten Gefährdungen oder Störungen durch Überlastungen im Niederspannungsnetz. Das wird hier im Großen und Ganzen nur noch mal weiter ausgeführt. Diskriminierungsfreie Auswahl der Verbrauchseinrichtungen und Netzanschlüsse. Kein bilanzieller Ausgleich, kein zusätzlicher finanzieller Ausgleich neben der Netzentgeltreduzierung, die wir im Gesetz ja schon kurz gelesen hatten.
Speicher können grundsätzlich sowohl nach Redispatch als auch nach dieser netzdienlichen Steuerung erfasst sein. Dabei wichtig, für die Beseitigung von Gefährdungen erfolgt die Reduzierung des Workleistungsbezuges nach dieser Geschichte hier netzdienlich als vorrangige Spezialregelung. Das heißt, der Redispatch wird in diesen Fällen in der Priorität einen Schritt nach hinten praktisch rutschen müssen. Auslöser für Netzertüchtigungspflichten, kurz gesagt, wenn der Netzbetreiber bemerkt, wir müssen hier irgendwie immer mal steuern, dann muss der Netzbetreiber hier auch baulich etwas an den Leitungen erneuern, verbessern, verstärken. Also diese Erkenntnisse, die dann zu Steuerung führen, sollen auch genutzt werden, um die Netze weiter zu ertüchtigen. Rechtepflichten des Verbrauchers. So, alle Betreiber von Steuerung Verbrauchseinrichtungen gemäß Inbetriebnahme 1. Januar 2024 und dann eben, wie wir es ja hatten, Ladeeinrichtung, Kälte, Wärmeeinrichtung, Akku. Ohne Ausnahme. Der Netzbetreiber darf den Anschluss der Anlage ans Netz nicht verweigern. Er muss nur halt danach die Steuerung möglich machen, ne, damit er die eventuelle Belastung verringern könnte. Und dann eben auch mittelfristig natürlich die Anlagen oder die Netze ertüchtigen. So, soweit noch kein intelligentes Messsystem vorhanden, also noch kein Smart Meter, dann wie bisher technische Vorgaben für Steuerung von Anlagen. Na, wir haben ja Rundsteuertechnik, also ist es ja jetzt nicht unmöglich, das ohne Smart Meter zu machen. Sobald das Smart Meter drin ist, über den Smart Meter auch umsetzen. Kein separater Zählpunkt für Verbrauchseinrichtungen hier erforderlich. Das könnte durchaus interessant sein, nochmal darauf gleich einzugehen. Das kommen wir, glaube ich, am Ende nochmal. Jetzt wird es nämlich nochmal interessant, die Varianten der Steuerung, könnte man sagen. So, Variante 1, Netzbetreiber will eine einzelne Verbrauchseinrichtung, steuerbare Verbrauchseinrichtung ansteuern und sagt, hey, ich drossle dich auf diese 3,7 Kilowatt. Wenn die Anlage nicht auf 3,7 Kilowatt gedrosselt werden kann, befreit es nicht von der Teilnahme, sondern dann kann sie auf 0 gedrosselt werden. Also wenn eine Anlage nicht auf 3,7 gedrosselt werden kann, dann wird sie abgeschalten. Prosumer-Steuerung eines steuerbaren Netzanschlusses, also jetzt stellen wir uns wirklich ein Familienhaus mit Ladestation, mit Photovoltaikanlage, mit Speicher vor. Und der hat auch ein Managementsystem, Energiemanagementsystem für diese Anlagen, damit er es sinnvoll aufeinander abstimmen kann. Hier sagt dann der Netzbetreiber, lieber Gesamtanschluss, lieber Netzanschlusspunkt, liebe Netzlokation, die haben wir auch schon mal angesprochen, das ist eine neue Lokation, die dann eingeführt wird. Liebe Netzlokation, du sollst bitte gedrosselt werden. Und oder du könntest hier, du hast eine Wirkung auf mein Netz. Und der Anschlussnehmer, also der Anlagenbetreiber, hat durch sein Energiemanagementsystem dafür nun Sorge zu tragen, dass die vom Netzbetreiber jetzt gekommene Leistungsobergrenze auch nachweisbar eingehalten wird. Also der Netzbetreiber sagt, hey, du darfst an deinem Leitungsstrang so und so viel hier beziehen oder diese Wirkung auf mein Netz haben und der Prosumer kann das über sein Energiemanagementsystem selbst umsetzen, muss aber eben nachweisen, dass es auch wirklich tut. Und auch bei der kompletten Abschaltung und Herunterregelung des Netzanschlusses wird für jedes Anschluss hinter dem Netzanschluss weiterhin ein Leistungsbezug in Höhe von 5 Kilowatt bezogen auf die Viertelstunde zugestanden. Das heißt, auch da wird dann nochmal in Einzelfällen möglich sein, dass ich eben nicht komplett abgeschalten werde, sondern praktisch mit einem gewissen Bedarf hier noch weiterlaufen kann, weil es wäre auch blöd, wenn wir die Prosumer oder überhaupt die aktiv am Netz auch für die Stabilisierung schlussendlich teilhaben, eben weil sie dezentral eine Rolle spielen, wenn wir die hier komplett einfach nur abschalten würden. Bei jeder potenziellen Störung. So, Variantenauswahl. Der Letztverbraucher legt vor der Inbetriebnahme fest, ob er Variante 1 Netzbetreiber oder Variante 2 Prosumer machen will, kann das auch später noch ändern. Netzentgeltreduzierung, wir kommen langsam zum Ende. Die Bundesnetzagentur kann also festlegen, wie damit umgegangen werden soll. Die Bundesnetzagentur beabsichtigt, eine Methode für das reduzierte Netzentgelt zu berechnen und dann eben vorzugeben. So, die Beschlusskammer 8 ist zuständig. Sie plant festzulegen, dass das Netzentgelt um einen pauschalen absoluten Betrag reduziert wird. Das heißt also, es wird gesagt, Netzentgelt wäre eigentlich da und das Netzentgelt wird bei dir jetzt also reduziert auf so, weil du netzdienlich hier mitmachst. Um einen also klar festgelegten festen Betrag. Genau hier, denn der Verzicht auf den separaten Zählpunkt, das hatten wir vorhin angesprochen,
erfordert eine Abkehr von der Systematik des reduzierten Arbeitspreises. Ne? Ansonsten hätten wir gesagt, wir haben eine konkrete Messung an dieser konkreten Anlage, an der einzelnen Anlage und sagen jetzt praktisch, du hast so und so viel wirklich gerade eingespart und deswegen wird dir konkret das Netzentgelt um diese Kilowattstunden runtergesetzt. Und so wird es halt darauf hinauslaufen, dass für das Bereithalten oder dann eben für das Umsetzen der netzdienlichen Abschaltung ein Pauschalbetrag umgesetzt wird. So, die Höhe der pauschalen Netzentgeltreduzierung soll dabei bundesweit einheitlich sein, kalenderjährlich ausgewiesen werden und könnte sich mangels geeigneterer Kriterien an zusätzlichen Kosten orientieren, die dem Netznutzer entstehen. Mal schauen, wie das also wird. Die Festlegung der Beschlusskammer 8, die das Ganze also umsetzt, sollte dann in der vierten Regelungsperiode 24 bis 28 erstmal nur laufen. Es beginnt ja sowieso zum 1. Januar 24 und dann eben für diese ersten 5 Jahre. Es kann dann immer noch auf ein Leistungspreis-Arbeitspreissystem umgeschwenkt werden. Netzanschlusskosten werden nicht berücksichtigt, sind immer gleich zu entrichten und so weiter. Ausschüttung, ja, auch da ist noch die Frage, eigentlich wird ja nur über den Versorger mit dem Endkunden was abgerechnet. Hier ist alternativ vorstellbar eine direkte Zahlungsbeziehung zwischen Netz und Endverbraucher. Das macht man aber bisher gar nicht. Von daher, sehr hoher Umsetzungsaufwand würde nur die Dienstleister im Markt begeistern, weil die noch mehr Arbeit hätten. Aber wäre für alle Netzbetreiber und Co. überhaupt gar kein Spaß. Also nee, das verstehen auch die Endkunden nicht, würde ich nicht tun. Es wird also darauf hinauslaufen, dass es hier, ne, Abrechnung der Lieferanten an den Kunden, dass es dort oft auch die Netzentgeltreduzierung hinausläuft. Und der Lieferant und der Netzbetreiber haben das dann eh unter sich. Von daher ist das der Weg, der, glaube ich, hier gut auch laufen könnte. So, Übergangsregelung. Alle Anlagen vor dem 01.01.24 und bereits eine Regelung hier haben für die netzdienliche Steuerung, die behalten ihre bisherigen Regelungen bis Ende 2028. Nachtspeicherheizungen kommen bis zu ihrer Außerbetriebnahme, bis zur Abschaltung dauerhaft in den Genuss der Regelung von vorher. Alle Anlagen außer Nachtspeicherheizungen vor 01.01.24 abgeschlossene Vereinbarungen werden zum 01.01.29 auf das Zielmodell, was wir hier in dem Dokument lesen können, übergeleitet. Anlagen vorher und keine Vereinbarung geschlossen haben, für die geht die bisherige Rechtslage dauerhaft fort. Das heißt, die werden nicht pauschal aufgenommen, sondern die können eine Regelung mit dem Netzbetreiber abschließen. Der wird aber natürlich dann irgendwann sagen, naja, wir haben hier ein Standardvorgehen über diese Regelung. Ist dann also nicht unwahrscheinlich, dass es darauf hinausläuft. Freiwilliger Wechsel der vorgenannten Kundengruppe in das Zielmodell ist dabei jederzeit möglich, aber ohne eine Rückkehrmöglichkeit in eine eventuell vorher mal geschlossene individuelle Lösung. Netzbetreiberseitig, übergangsweise darf man statisch steuern mit diesen angenommenen Daten und angenommenen nicht vorhandenen Daten. Sobald aber die Voraussetzungen für das dynamische Steuern geschaffen sind, im Niederspannungsleitungsstrang, also intelligentes Messsystem oder andere tolle Sensorik und Aktorik, dann ist das komplett zu tun. Übergangsfrist, also allerspätestens ab 29 muss hier richtig Smart Metering laufen. Das ist halt auch ungefähr die Richtung, in der ich sagen würde, naja, bis dahin sind wir so weit, dass das weitgehend verbreitet sein wird. Monitoring. Schlussendlich, die Erkenntnisse daraus müssen auf jeden Fall am Ende auch in den Monitoring-Bericht und werden hier schön dokumentiert, immer schön auf dem einzelnen Strang dokumentiert. Das heißt, die Netzbetreiber müssen hier auf jeden Fall dann noch ein paar Dokumentierungspflichten umsetzen und das dann eben auch an die Bundesnetzagentur informieren. Punkt. Das ist es dann auch. Wer dazu Meinung hat, wer dazu Erkenntnisse hat, wer dazu einen Vorschlag hat, kann das also bis Januar 23, bis Ende Januar 23 mit diesem Excel-Formular an die Bundesnetzagentur schicken. Wer nochmal reinhorchen will, wie die Bundesnetzagentur das selbst sieht, kann hier am 15.12. an der Infoveranstaltung teilnehmen, muss sich halt bis zum 11.12. ausschließlich per E-Mail hier anmelden und kriegt dann eben den Link für diese virtuelle Infoveranstaltung. Kann nicht schaden, wenn man sich damit auseinandersetzen will. Wer was hinschickt, es kann veröffentlicht werden. Okay, soweit zu diesen Erkenntnissen und zu dieser Festlegung der Bundesnetzagentur rund um diese Netzdienlichkeit von steuerwachen Verbrauchsanlagen. Nicht uninteressant, da passiert endlich mal was. Habt ihr
neben euren Möglichkeiten, hier an der Konsultation teilzunehmen, andere Fragen, Anmerkungen und Ideen, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten immer like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.